Hier seht ihr wieder eine weitere Einnahmequelle, die mir jeden Monat über 1000 Euro macht. Hier zum Beispiel wieder Einnahmen von über 2000 Euro pro Monat und hier wieder kleinere Einnahmen, zum Beispiel mal 2 Euro, mal 1,80 Euro, mal wieder 5 Euro, manchmal sogar 19 Euro mit nur einer einzigen E-Mail-Adresse. Im heutigen Tutorial möchte ich euch ganz genau verraten, wie viel Geld dieser YouTube-Kanal hier jeden einzelnen Monat mir macht. Ich möchte euch alle möglichen Einnahmequellen zeigen, die ich mir im Rahmen von diesem YouTube-Kanal aufgebaut habe, und ich tue das Ganze nicht, um irgendwie eure Bewunderung zu bekommen, sondern ganz im Gegenteil, ich möchte, dass ihr mich kopiert, dass ihr also genau das tut, was ich auch tue, dass ihr erfolgreiche Kanäle aufbaut, Geld verdient, euch unabhängig macht und schlussendlich auch langfristig etwas startet, was euch viel, 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 viel Geld generieren kann. Heute in diesem Video mal eine komplette Vorstellung aller Einnahmequellen und ich möchte natürlich auch alle Zahlen nennen, wie viel Geld ich mit was eigentlich mache. Falls euch das Ganze interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran und bis gleich nach dem Intro. Ich weiß, viele von euch denken vielleicht, dass ich mit solchen Videos versuche anzugeben. Genau das Gegenteil ist jedoch der Fall. Ich finde es immer extrem schade, dass gerade geldverdienende YouTuber oftmals nicht ihre Einnahmen zeigen und dass diese Leute auch in sehr, sehr, sehr vielen Fällen gar nicht vorhaben, euch genau und transparent zu zeigen, was man mit so einem Geschäftsmodell hier verdienen kann. Ich möchte euch das Gegenteil beweisen. Ich möchte euch zeigen, dass das hier wirklich eine tolle Einnahmequelle sein kann. YouTube ist nicht mein Hauptbusiness. Es ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil von meinem Business. Ich habe mit YouTube erst vor 4 Jahren angefangen. Ich bin seit über 8 Jahren Unternehmer und auch bis heute ist es wirklich nicht meine größte Einnahmequelle. Genau deswegen habe ich auch absolut keine Probleme, diese ganzen Einnahmen mit euch zu teilen und wirklich alle Geheimnisse zu verraten, die ihr benötigt, um auch genauso einen Kanal starten zu können. Ich möchte euch gar nicht länger auf die Folter spannen, wie viel Geld verdiene ich zum Beispiel hier mit meinem YouTube-Kanal alleine mit dem Ad-Revenue. Ich verdiene hier auf diesem Kanal so immer ungefähr zwischen 2000 und 4800 Euro. In den letzten paar Wochen, muss ich ehrlich gestehen, habe ich zwar jeden Tag geuploadet, aber ich hatte einfach kein wirklich virales Video. Genau deswegen sind die Einnahmen im letzten Monat nicht sonderlich toll gewesen. Was heißt nicht sonderlich toll? Jetzt zeige ich euch die Summe. Im letzten Monat sind reingekommen 2160 Euro und 13 Cent. Das ist im Vergleich auch zu den letzten Monaten relativ schlecht. Und natürlich könnte ich das Ganze jetzt irgendwie schönreden, ist es aber nicht. Und vielleicht werden viele von euch sagen, aber Leo, man kann auch noch stolz sein auf 2160, aber der Kanal war zumindest schon mal in einem Monat, nämlich im Januar 2023, bei 4.800 Euro und das ist noch nicht mal mehr die Hälfte von diesem Revenue. Genau deswegen wird mein Ziel auch über die nächsten Wochen natürlich sein, regelmäßig zu uploaden, aber nochmal neue Videoideen zu konzipieren, neue Arten von Videos zu posten, damit die Klicks ein bisschen nach oben zu korrigieren und vielleicht wieder auf die 2.300, 2.500 und dann irgendwann vielleicht auch wieder auf die 3.000 Euro zu kommen. Ich habe aber nicht nur einen Kanal, sondern ich habe noch einen zweiten monetarisierten Kanal, das ist dieser Kanal hier, nämlich der Leon Shotari Tutorials Kanal. Wie viel Geld mache ich mit diesem Kanal hier? Wirklich nicht sonderlich viel. Ich habe auch hier nur 2310 Abonnenten, habe zwar 480 Videos gepostet, aber ich poste hier relativ selten. Ich würde sagen, derzeit leider nur im Monat vielleicht irgendwie 10 Videos, sage ich jetzt mal. Und ich habe früher hier öfter mal gepostet, aber das Revenue ist grundsätzlich halt, naja, nicht so tolle. Schauen wir uns das einfach mal an. Im letzten Monat sind reingekommen 92,66 €. Der Monat davor war etwas besser, 100,53 €, da hatte ich aber auch relativ häufig gepostet. Jetzt im letzten Monat habe ich nicht wirklich viel gemacht, weil ich im letzten Monat mein drittes Unternehmen aufgebaut habe, das jetzt übrigens zumindest auf dem Weg schon ist, 6-stellig zu machen. Ich bin jetzt schon 5-stellig im Monat mit diesem dritten Unternehmen, das ich aufgebaut habe. Das erste Unternehmen, wie gesagt, ist Teaching Heroes, zweite Shotari Creative und das dritte ist jetzt Shotari Kontoverwaltung und ich war unfassbar busy über die letzten paar Wochen. Genau deswegen konnte ich jetzt hier wirklich nicht viel posten. Ziel wird es aber sein, diesen Kanal wieder aktiv aufzubauen und übrigens, viele von euch wissen das vielleicht auch, ich habe noch viele, viele weitere Kanäle. Ich werde auf jeden Fall auch weiter an anderen Kanälen arbeiten. Der Kanal, der jetzt in ungefähr, sagen wir mal, 3 Monaten wiederbelebt wird, ist dieser Kanal hier, nämlich der Leon Shotari Tutorials Kanal. Hier, der Leon Shotari Vlogs Kanal. Nämlich auf diesem Kanal werde ich relativ bald wieder Vlogs tatsächlich posten und das werden Reisevlogs sein. Darauf könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Gut, das waren jetzt erstmal hier die Einnahmen. Der Kanal 2160, dieser Kanal hier 92,66 €. Wo habe ich jetzt noch Geld verdient? Eine weitere Plattform, wo ich sehr gutes Geld verdiene, ist die Plattform DaisyCon. Das sich hier mal um eine Performance-Based Marketing-Plattform. Ich werde bezahlt dafür, dass ich Leute dazu bringe, sich auf einer Webseite anzumelden. Das heißt, ich werde für Leads bezahlt. Und hier seht ihr meine Einnahmen. Nämlich pro Tag können das gut und gerne auch mal sein. Zum Beispiel hier 68,30 €. Hier zum Beispiel wieder 64,15 €. Was haben wir hier? 46,05 €. Und das hier sind alles noch Summen, die ich jetzt in den letzten paar Tagen generiert habe, die noch nicht bestätigt wurden. Und bei diesen roten Parts hier sieht man immer, dass diese Summen abgelehnt wurden. Und wenn ich jetzt hier nach unten scrolle, seht ihr zum Beispiel,
Beispiel, für was ich hier bezahlt werde. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Leute dazu bringe, sich bei YouGov anzumelden oder Prime Opinion, dann kriege ich dafür Provisionen. Zum Beispiel solche Unternehmen wie Prime Opinion zahlen mir halt 1,80 Euro pro Anmeldung. Andere Unternehmen wie zum Beispiel Gannon zahlen mir halt auch 1,80 Euro. YouGov 3,15 Euro. Und wenn ich jetzt hier rechts rüber gehe, seht ihr auch ganz genau meine Einnahmen aus jeweiligen Programmen. Das ist jetzt hier über die letzten paar Wochen gewesen. Da sieht man zum Beispiel, Prime Opinion ist derzeit das Unternehmen, das mir am meisten Geld zahlt, nämlich 804,60 Euro, dann Nielsen Online Mobile 312 Euro und so weiter und so fort. Dann eine weitere Einnahmequelle, die ich mir aufgebaut habe, ist die Plattform Finance Ads. Finance Ads ist eine Finanz-Affiliate-Plattform, das heißt, hier bin ich Affiliate für Comdirect, für alle möglichen anderen Finanzdienstleister und die bezahlen mich auf mehreren unterschiedlichen Wegen, zum Beispiel, wenn Leute Geld einzahlen oder wenn Leute sich irgendwo anmelden, dafür werde ich bezahlt. Und das Schöne ist natürlich, dass ich immer nur Dinge empfehle, die ich auch selbst nutze. Sei es zum Beispiel hier bei den Plattformen auf DaisyCon habe ich auf vielen 6x Websites selbst früher gearbeitet, bei solchen Plattformen wie Finance Ads. Da habe ich halt Partner wie die Comdirect, da habe ich auch selbst mein Geld angelegt, habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt, einen hohen sechsstelligen Betrag und deswegen macht es natürlich auch Sinn, sowas vorzustellen. Und das sind auf jeden Fall zwei weitere Einnahmequellen, die ich mir im Rahmen von diesem Kanal aufgebaut habe. Aber was wirklich wichtig ist, ist, dass man, wenn man so einen Kanal aufbaut, auch Affiliate-Links integriert und das halt regelmäßig. Genau deswegen habe ich in so gut wie jedem von meinen Videos Affiliate-Links. Ich habe natürlich auch immer zum Beispiel Kurse, die ich promote, zum Beispiel hier diese 9,99 Kurse, die ich auf Udemy hoste, sowas bringt auch relativ viel Geld und ich habe natürlich auch meine eigenen Produkte, die ich außerhalb von Udemy auf meiner eigenen Webseite hoste. Mit der Plattform meine ich natürlich meine Webseite myteachinghero.com. Dort verkaufe ich Kurse, dort habe ich zum Beispiel auch ein Coaching-Programm und ich biete halt dort auch Werbeplatzierungen an. Das heißt, Leute können zum Beispiel sich eine Werbeplatzierung in meinem Newsletter buchen. Das bringt immer so jeden Monat 3-4 Sales rein und natürlich können die Leute zum Beispiel auch Shoutouts und Werbeplatzierungen auf dem YouTube-Kanal buchen und das bringt meistens auch nochmal so 2.000 bis 3.000 Euro tatsächlich pro Monat. Letzter Monat war richtig stark. Ich glaube, da waren es fast 3.500 Euro, die ich alleine mit Werbeplatzierungen auf dem Leon Shatari-Kanal verdient habe und ich denke, viele von euch wissen sich, dass auch einige Tutorials selbstverständlich Werbeplatzierungen sind. Die sind natürlich auch immer so gekennzeichnet, falls ihr mal, wie gesagt, da Interesse habt oder euch das einfach ein bisschen genauer anschauen wollt. Gut, also das auf jeden Fall ist eine weitere Einnahmequelle, auch eine sechsstellige Einnahmequelle, die ich mit dem Kanal aufgebaut habe. Und ansonsten habe ich natürlich auch mir alle möglichen kleineren Einnahmequellen aufgebaut, sei es zum Beispiel Honeygain, wo ich natürlich auch verdiene durch Referrals. Ich kann euch auch gerne zeigen, wie viel das ist. Es ist wirklich jetzt nicht der Rede wert, aber ich habe halt hier 1.171 Leute hin referred und kriege dafür 308 Euro und ich bin natürlich auch auf vielen anderen Plattformen unterwegs, sei es zum Beispiel halt auch auf Etapol, auf Polpay, das bringt auch alles nochmal passives Einkommen und natürlich viele von euch haben sich durch mich auch ein starkes passives Einkommen aufgebaut und das halt über die Plattform Naga. Ich bin da ganz transparent mit euch, ich bin ein Affiliate für Naga, ich habe halt selbst hier 5.000 Euro von meinem eigenen Geld drin, also keine Demo-Währung oder irgendein Demo-Konto oder sowas, sondern nein, ich habe wirklich 5.000 Euro von meinem eigenen Geld in die Plattform investiert, deswegen könnt ihr euch sicher sein, dass ich wirklich auch hinter dem stehe, worüber ich hier auf diesem YouTube-Kanal spreche. Und viele von euch haben mich übrigens auf Naga bereits kopiert. Ich habe euch auch einen Link zu Naga in die Videobeschreibung reingetan. Hier seht ihr nämlich mal meine Performance. Aus den 5.000 Euro habe ich jetzt schon 5.939,44 Euro gemacht. Und wenn ihr mich zu 100% kopiert hättet, hättet ihr euch auch ein passives Einkommen von 939 Dollar aufbauen können. Und ihr könnt mich übrigens auch, wenn ihr wollt, mehr als 100% kopieren, um noch mehr Geld verdienen zu können. Und ihr seht es auch hier, wirklich alles im grünen Bereich und das sogar richtig, richtig ordentlich. Die durchschnittliche Gewinne bisher für meine Kopierer lagen bei 5.266 Dollar und 21 Cent. Ich habe jetzt bald schon 1 Million Euro hier auf der Plattform verwaltet und habe euch da ein passives Einkommen aufgebaut. Und falls ihr das auch machen wollt, ein Link zu Naga befindet sich in der Videobeschreibung drin. Einfach einmal kurz auf den Link draufklicken, dann einen Account auf Naga anlegen und dann könnt ihr hier in die linke obere Ecke gehen. Sucht einfach nach Leon Shatari ohne Leerzeichen, also praktisch zusammengeschrieben und dann könnt ihr hier auf mein Profil einfach auf den Autokopieren-Button draufklicken. Den werdet ihr hier unten bei euch sehen. Und ich denke, es ist sinnvoll zu kopieren mit mindestens 500 Euro und 100%. Falls ihr also auch euch passives Einkommen ohne Gewerbe aufbauen wollt, dann ist Naga für euch die richtige Option. Link zu Naga ist in der Videobeschreibung drin. Das war's dann heute hier für dieses Video. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.